Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, wir sind mittlerweile auf Level 8 angekommen. Haben hier, so wie es aussieht, sogar wieder unser altes Setting von den unteren Gebieten. Das heißt, Klöpfe sind vielleicht etwas leichter zu finden. So, und hier haben wir mehrere Wege. Einmal sieht das hier nicht so toll aus. Irgendwo hatten wir auch zwischendrin mal Nahrung. Muss ich auf dem Rückweg gucken, wo das war. Und hier haben wir mal wieder eine Höllenmutter. Wow. Die schlecht gelaunt ist. Deswegen gucken wir, dass wir sie ein bisschen verhauen. Und hoffentlich nicht so sehr von ihr verhauen werden, wie jetzt gerade. Au. Sehr großes Au. Ja, jetzt muss ich andere am Leben halten. In der Hoffnung, dass wir sie tot kriegen noch. Also ja, ich glaube, bei solchen Brutmüttern brauchen wir ein bisschen andere Vorgehen. Mal sehen, wer geht drauf. Ah, die Höllenmutter. Gut. Bitte wieder unter die Lebenden. Dann geben wir an alle mal ein Brot aus. Packen jedem eine Heilung. Ich sollte eigentlich die Heilung nehmen. Gucken mal, was sie da für uns liegen gelassen hat. Etwas für unsere Heilerin. Aufmerksamkeit gegen Willenskraft. Ja, ist okay. Einen Schlüssel, das ist auch okay. Und einen Weg zurück. Das ist auch gut. So, jetzt will ich aber sehen, was in dem Raum hier noch ist. Jede Menge Essen. Da ist eine leere Nische. Und da ist eine leere Nische. Ansonsten ist in allen Nischen was drin. Markieren wir mal die Speisekammer. Da ist ein Betrachterpuzzle gewesen. Ja, genau. Mit dem kann ich mich jetzt auseinandersetzen in dieser Aufnahmesession. Hier ist auch Essen. Hier schreibe ich einfach Essen hin. So. Nee. Gut, gut, gut.
gibt hier den Weg und den Weg beim Betrachter. Gehen wir erstmal den Weg beim Betrachter gucken. Ah, das ist nicht nur der üble Betrachter hier. Noch ein übler Betrachter. Wow. Und Spinnen sind auch noch hier. Okay. Ich mag dich nicht. Ich hoffe, das weißt du, dass ich dich nicht mag. Vor allem, weil du mich ständig vergiftest. So, danke fürs Sterben. Der Helm ist was für Talisa. Er ist nämlich ein Stückchen besser als ihr aktueller Helm. Na komm her. Da seid ihr ja. Euch bombe ich gerne ins Nirvana. Au, wenn ihr mich nicht zuerst bombt. Soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich mag diese Klumpschaugen langsam nicht mehr. Am Anfang waren sie ja noch ganz nett. Aber mittlerweile sind sie nur noch nervig. So wie alles andere an großem Viehzeug. Und ja, ich muss eigentlich warten, bis seine Lebenspunkte wieder auf Max sind, bevor ich... mich an irgendwas herantraue. Wie an der da zum Beispiel, so wie es fast aussieht, wenn hier nicht irgendwo überall noch Spinnen rumhängen. Hole ich mir mal dem seine Aufmerksamkeit. Okay. Seine Aufmerksamkeit habe ich. Ich fange gleich schon mal mit der Heilung an. Unterbreche ihn mal ein bisschen. Und mache auch den Trommelwirbel an. Okay, One-Hit auf unseren Magier ist nicht so gut.
Da ist unser Tank tot. Das ist auch nicht so gut. Laden. Okay, das erste Hauptproblem war, dass der Magier gestorben ist. Dadurch ist unser Damage viel zu weit nach unten. Also Serika ist, dass er gestorben ist. Dadurch konnten wir das Auge nicht töten, bevor es unseren Tank getötet hat. Oder das Wesen so weit runter bashen, dass wir es töten können. Dass wir es auch ohne Tank töten können. So, Feuerbolzen geht ins Leere. Feuerbolzen geht ins Leere. So, wir fangen mit der Heilung an. Wir fangen mit bösen Sachen an. Trommelwirbel, bitte. Wir unterbrechen den Feuerbolzen. Gehen mal einen Schritt zurück, dass der Feuerbolzen uns nicht trifft. Ein bisschen verarschen können wir ihn. Ja. Dadurch leben wir definitiv länger. So wie dazu übrigens, dass man hier nur mit Pause und ohne Kiting zurechtkommt. Wie in anderen Spielen dieser Art. Ihm bringen die mehr. Aber er würde zu viel an Ausdauer einbüßen. Wie viel wäre das? 15 Punkte. 15 Punkte wäre etwas kritisch für ihn. Die 5 Punkte hier sind mehr zu verkraften. So, kriegt er meine Wurst, weil wir wissen ja, Nahrung finden wir noch genug. So, dann lassen wir das mal abklingen. Also ja, irgendwo runterfallen bedeutet sterben. Na komm her, Pussy. Au. Edge Badge, ich kann zurückschießen. So,
Jetzt. Schreien. Unterbrechen. Und unser Ding durchziehen. Dumm, dumm, dumm. Dumm, dumm. Dumm. So, jetzt machen wir wieder ein bisschen Häschenhüpf mit dir. So, der Feuerbolzen wird ein bisschen wehtun. Der auch. Jetzt ist er tot. Aber ich denke, den kriegen wir noch down. Oder wir laufen einfach um unser Leben. Okay. F8. Wir versuchen es nochmal. Mann. Ja, ganz ehrlich, wenn wir diese Knubschaugen nicht ein bisschen kiten, dann haben wir keine Chance gegen sie. Solltest du aber nicht mehr außer Reichweite sein. Brenne. Brenn weiter. Okay, er hat's definitiv auf den Falschen abgesehen. So. Können wir das doch ein bisschen lösen? Achso, das wurde schon gemacht. Gut. Okay, er kommt näher. Dann machen wir es so weiter, wie wir können. So, den Feuerbolzen haben wir blocken können. Okay, jetzt kommt er um die Ecke. Das ist nicht schlimm. Okay, der hat nicht getroffen. So, jetzt kommt er hier um die Ecke. So, das konnten wir schön blocken. Okay, und ich glaube, jetzt kriegen wir das auch so hin. Seine Lebenspunkte schreien jedenfalls danach.
Und der Drop sieht schön aus. Definitiv ein schönes Schild. Und ein Hasstrank. Ja, hier muss ich aufpassen, wohin ich trete. Ich will nämlich nicht runterfallen. Ich drücke mal sicherheitshalber F5. So, den Part kann ich nicht aufdecken. Da kann ich auch nirgends rüber.